Wir beobachten heute ein Sturmtief, das da heranrauscht von den Niederlanden her mit dem unaussprechlichen Namen Zeltjo. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber ich kann das nicht wirklich lesen. Ja, wir sind im Rheinland, in Düsseldorf. In der Nacht hat es ein bisschen geregnet. Man sieht da am Rand noch die Lacken stehen. Ja, und der Wind frischt langsam auf. In der Früh war ein wunderschöner Sonnenaufgang. Düsseldorf im Sonnenlicht. Ein paar schöne Wolkenstimmungen haben wir auch schon sehen können über dem Düsseldorfer Flughafen. Für alle, die heute draußen sind, Camping, Grillen, bitte Vorsicht. Es ist nicht zu unterschätzen. Es werden doch einiges an Böen gerechnet. Gerade in den Schauerlinien, die reinkommen, mit Gewittern durchsetzt, kann es wirklich bis runter starke Fallböen geben. Und wir werden uns heute zwischen Niederrhein und Münsterland aufhalten, um diese Situation möglichst zeitnah zu dokumentieren und für euch die gefährlichsten Situationen einschätzen zu können. Wird nicht ganz leicht, weil die Zugbahn sich immer leicht verändern kann. Ihr könnt auf jeden Fall und bleibt mit dem Wetterticker auf dem Laufenden. So viel mal fürs Erste hier aus Düsseldorf. Mein Name ist Andreas Stiedl für Wetter Online.